Hallihallo. Hallo und willkommen zurück. Ich habe einen neuen Gast an meinem Tisch. Das ist der liebe Martin Schlaut von MCS Mastering Berlin. Was sich dahinter verbirgt und wer Martin ist, das darf uns Martin jetzt selber erzählen. Bitte Martin, willkommen Hallo. Hier in unserem Café. Ich freue mich sehr. Ja? Was möchtest du von mir wissen? Ich möchte alles von dir wissen, Martin. Alles. Erzähl uns deine tollsten Geheimnisse. Nein, wir können natürlich nicht alles ausplaudern, aber der Martin ist der Meister für den Ton. Kann ich das so sagen? Das kann man so sagen, ja. Okay. Dann erklär mal den Zuschauern, was Mastering überhaupt ist. Also Mastering bedeutet der letzte Schritt in der Verarbeitung von Tonaufnahmen bis zur fertigen Produktion. Also wenn du ein CD-Album aufnehmen möchtest, dann sind das ja verschiedene Tracks, gesprochen oder Musik, und die werden bearbeitet, zusammengestellt, sodass sie gut durchhörbar sind und am Ende kommt dann die CD heraus oder das Produkt zum Streamen. Ganz genau. Aber die Zuschauer da draußen stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, wofür ist denn das so notwendig? Weil man kann sich da auch ganz locker flockig da bei YouTube mit dem Mikrofon hinstellen und dann da ein Liedchen trällern und das dann als CD verkaufen. Warum ist das Mastering so unheimlich wichtig? Na, das ist eben wirklich noch der letzte Schritt zur professionellen Aufnahme. Also man kann vieles machen und ich denke, für viele Künstler ist es auch der Einstieg in die Kunst und in die Musik, in das Sprechen hinein. Aber wenn es wirklich professionell sein soll, dann sollte man doch noch ein bisschen mehr machen, ein bisschen investieren. Und es gibt auch bestimmte technische Voraussetzungen für CDs, für Broadcasting, für Streaming. Und das muss eben auch beachtet werden. Es ist eine Mischung aus künstlerischer und technischer Bearbeitung von Aufnahmen. Im Idealfall so, dass man am Ende gar nicht merkt, dass eingegriffen worden ist. Das ist so ein bisschen wie beim Schminken. Also das Schöne wird hervorgetan. Und die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, die kann man verschwinden lassen, so gut es geht. Aber es sollte dann auch nicht so sein, als sei jemand in den Tuschkasten gefallen. Also man sollte es nicht merken, dass es eingegriffen worden ist. Nicht so wie wir jetzt gerade hinter der Kamera. Nein, aber sehr schön. Für uns ist es vor allem wichtig, was hat dich überhaupt dazu verleitet, in diese Tontechnik oder in diese Tonbearbeitung zu gehen? Weil man steht ja nicht morgens auf und sagt, okay, ich lerne jetzt Tontechnik und man hat ja irgendwie so eine Vorstellung und man hat ja irgendwie auch so einen Anreiz, etwas so zu können. Was also, war für dich der Anreiz? Ich glaube, das ging schon in der Kindheit los. Mhm. Mein Vater hatte ein Spulentonbandgerät von Philips. Okay. Da drehten sich diese Spulen um und ein Tonband ging durch. Ja. Und damit hat er schon angefangen, die Kinderstimmen von meiner Schwester und mir aufzunehmen. Wow. Und später habe ich dann selber mit diesem Tonband experimentiert, habe mir dann später schon die erste kleine Studioausrüstung gekauft, so mit 18, so vom Geld aus Ferienjobs und habe das dann eigentlich immer weiter professionalisiert. Wahnsinn. Und irgendwie hat mich diese Mischung aus künstlerischer und technischer Betätigung sehr interessiert von Anfang an. Okay. Und so zu diesen Hörbüchern bin ich dann auch schon früh gekommen durch Märchenschallplatten, die wir zu Hause hatten, große Langspielplatten, zum Beispiel der kleine Muck mit dem Sprecher Hans Pätsch, den wird kaum noch jemand kennen. Okay. Der hatte eine ganz charakteristische, sonore Stimme, die mir bis heute immer noch im Ohr klingt. Ja. Und das war eigentlich so der Anfang, die habe ich sehr gerne gehört. Okay. Später, als ich mal einen Job hatte, wo ich viel pendeln musste, hat mir eine gute Freundin das erste Hörbuch geschenkt, das war so in den 90ern. Das habe ich auch sehr gerne gehört. Eine Tonmann-Kassette noch damals. Mhm. Ne? Das machte die Autos so etwas noch. Und das war von Nikolai Gogol, Der Mantel. Ah, okay. Und zwar gesprochen von Ernst August Schäppmann. Der hat auch eine sehr interessante Stimme. Und zwar eine eher sanfte Männerstimme, die aber unglaublich veränderungsfähig ist. Also okay. Er konnte diese ganzen Wandlungen der Handlung, die sehr skurril ist, ins Humoristische, ins Ärgerliche, ins Gefährliche wunderbar transportieren mit seiner Stimme und das liebe ich bis heute. Okay. Und sehr schön ist auch, dass es noch eine sehr altmodische Sprache ist in der Übersetzung von damals von Johannes von Günther. Der lebte ungefähr vor 100 Jahren und hat dann im Stil der damaligen Zeit übersetzt. Und diese altmodische Sprache, die passt wunderbar zur skurrilen Handlung.
wie ihr merkt, der Martin, der hat ein wirklich feines Ohr. Also ich darf das ja sagen, ich darf das doch sagen, ne? Natürlich. Eigentlich arbeiten wir ja auch zusammen. Heimlich. Weil der Martin, der macht ganz viel die Bearbeitung, oder der macht ganz viel, darf man gar nicht sagen, sondern der verzaubert eigentlich meine Arbeit, die ich ihm einreiche. Ich finde das unglaublich toll, wie detailliert du gewisse Sachen hörst und wie du das Ganze verpackst und wie du das Ganze auch nochmal mitteilst, was das für einen Mehrwert hat, wenn man diese kleinen Details beachtet. Und das finde ich ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig, vor allem auch in der Tontechnik, dass derjenige, der nicht nur meint, tolles Equipment zu haben, ein super Werk zu erschaffen, sondern einfach auf die Kleinigkeiten kommt es manchmal an. Und dafür ist das Mastering einfach nochmal echt so ein kleines Drüberzaubern, kann man ja schon fast sagen, oder? Ja, es ist wie Aufpolieren, würde ich mal sagen. Ja. Und wie gesagt. Aber ich finde, der Tontechniker selber muss das Gespür für Töne, für die Ästhetik der Töne haben. Ja. Und das hast du. Ja, vielen Definitiv. Dank. Also ich mache ja nicht nur Hörbücher, ich mastere ja auch Konzertaufnahmen, zum Beispiel Sinfonieorchesteraufnahmen. Da kommt schon ein bisschen auf die Musikalität auch an und dass man das alles hört. Und vor allem, dass es auch werktreu bleibt. Ja? Ja. Dass also das, was der Komponist und der Künstler eben Sinne haben, dass das auch rüberkommt. Und bei der Sprache ist es natürlich anders. Da kommt es auf Natürlichkeit Stimmt. an. Ja. Der natürliche Sprachrhythmus muss erhalten bleiben. Dass man eben nicht hört, dass eingegriffen oder geschnitten worden ist. Ne? Man kann ja auch Stellen herausnehmen, die nicht so gelungen sind, ersetzt sie durch Stellen, die viel besser sind. Ja. Und im Idealfall merkt man es hinterher gar nicht. Nur im Vergleich zu vorher und hinterher hört man eigentlich den Unterschied. Mhm. Und bei der Musik zum Beispiel ist es schon wieder was ganz anderes im Vergleich zur Sprache, weil bei der Sprache, da hört man die, wenn zum Beispiel das Mikrofon nicht in Ordnung ist, das hörst du sofort. Ist das richtig, oder? Ja. Woran merkt man das? Naja, durch genaues Hinhören. Also das Erste, was ich ja mache, ist, genau ich höre mir das an. Also hört genau hin. Genau. Also man braucht natürlich eine akustisch optimierte Hörumgebung. Das habe ich in meinem Studio. Und das Erste, was ich mache, wenn ich von dir was bekomme, dann schaue ich ran, ob ich überhaupt was höre. Das ist schon mal ganz wichtig. Und dann höre ich mir das sehr genau an, also analytisch, würde ich jetzt sagen. Und da höre ich natürlich, wenn es mal knistert, wenn es mal hallt oder wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Ja. Und ich habe da auch Möglichkeiten einzugreifen. Also in gewissen Grenzen kann ich auch die Dinge, die im Hintergrund sind, Netzbrummen zum Beispiel, Pusten an der Klimaanlage oder im Konzert fällt ein Schlüssel runter oder solche Sachen. Das kann man so durch frequenzchirurgische Eingriffe tatsächlich rausbekommen. Frequenzchirurgische Eingriffe? Ja. Wow, das sind hier Begriffe, die sind natürlich weit in meinem Verständnisbereich. Aber ich verstehe genau, was du meinst. Und das ist eben das, was ich auch an dir mag, diese Besonderheit, diese Detailarbeit und bei der Arbeit an sich, diese technischen Verständnisse, das heißt, du kannst eigentlich schon dem Sprecher oder dem Musiker sagen, pass auf, das Mikrofon ist für dich geeignet oder lass es lieber sein, nimm für das Instrument lieber dieses Gerät, weil darauf achtest du nämlich auch. Darauf achte ich auch und das ist eben die Kunst, dass man tatsächlich so ein Gespür dafür entwickelt oder auch die Erfahrung, welches Equipment für welchen Zweck am besten geeignet ist. Yeah. Vielleicht ein Beispiel für Frequenzchirurgie. Wenn du sprichst, hast du als Frau eine Stimme, die geht vielleicht nach unten bis 200 Hertz runter. Okay. Vielleicht auch nur bis 300, kommt drauf an. Du hast eine relativ hohe Stimme. Das heißt, wenn da unten Störgeräusche sind, die kann ich einfach rauslöschen, ohne dass deine Stimme in irgendeiner Weise verändert klingt. Wow, das ist diese Frequenzchirurgie. Ne? Yeah. Oder wenn so ein feines Zirpen zu hören ist, durch irgendwelche technischen Dinge. Und das ist außerhalb des Spektrums, des Programms, also des Musikprogramms zum Beispiel oder einer Sprache, kann ich das auch rausnehmen, ohne dass es bei dir eine Veränderung in der Stimme bedeutet. Wow. Ich bearbeite ja auch Podcasts zum Beispiel, die sind nicht von professionellen Sprecherinnen oder Sprechern eingesprochen. Okay. Und da sind viele Äs und Zögern beispielsweise drin. Und ich versuche das dann in einen natürlichen Sprechrhythmus zu bringen, durch viele kleine Schnitte, die man hinterher gar nicht hört. Ah, okay. Wie ist denn das, wenn du Einsendungen bekommst von Material? Und du hast so das Gefühl, dass das, wie das gesprochen wird, machst du das nur mit mir im Zusammenhalt oder machst du das mit den anderen auch? Dass dir dann zum Beispiel auffällt, dass Worte nicht richtig gesprochen sind. Und weil ich finde, das macht die Arbeit mit dir so
wertvoll, dass du eben auch auf sowas achtest? Also ich achte da besonders bei professionellen Produktionen drauf, ob die Betonung richtig ist, nach meinem Gefühl jedenfalls, ob Dinge vielleicht falsch ausgesprochen worden sind, Fremdwörter, englische Begriffe zum Beispiel, da gab es ja mal sowas. Ja. Und das kommt natürlich immer darauf an, welchen Anspruch in der Produktion steht. Ja. Also wenn jetzt jemand einen Podcast von mir gemastert haben möchte, der natürlich auf einem ganz anderen professionellen Niveau läuft als ein Hörbuch beispielsweise, dann würde ich nicht sagen, das muss nochmal gemacht werden. Aber ich würde darauf aufmerksam machen, vielleicht beim nächsten Mal auf dieses oder jenes zu achten. Also ich gebe auch technischen Rat und soweit das eben möglich ist, auch technische Hinweise zum Equipment. Das geht auch. Das geht auch. Also eine gute Freundin hat mich gefragt, ich möchte einen Podcast machen, was brauche ich denn dazu? Ja. Und dann haben wir uns so ein bisschen zusammengesetzt und überlegt, auf welchem Niveau soll das sein, was will sie ausgeben, was kann sie ausgeben. Ich habe natürlich immer maximale Vorstellungen, also ich bin da im Prinzip Perfektionist, aber der Geldbeutel spielt ja auch eine große Rolle. Das stimmt. Und wenn man sich überlegt, dass viele Produktionen ja einfach so auf dem iPad angehört werden oder mit diesen kleinen Knöpfchen im Ohr, da braucht man vielleicht auch nicht ganz so tief in die Tasche zu greifen im Vergleich zu einer Produktion, die jetzt auf einer super HiFi-Anlage gehört wird. Ja, genau. Das ist ja immer noch mal ein Unterschied. Deswegen ist ja auch dieses Feintuning, kann man ja schon fast sagen, für Töne oder für Musik, für Sprachaufnahmen so elementar, weil einfach das Material, was in die Öffentlichkeit kommt, auf jedem Gerät abspielbar und hörbar gemacht werden muss auch. Ne? Genau, das ist also auch ein wichtiger Aspekt beim Mastering, dass eben die Produkte auf allen Geräten möglichst optimal klingen. Auf dem Küchenradio in Mono, also es gibt Aufnahmen, die sind gar nicht monokompatibel. Oder zum Beispiel auch im Auto mit Hintergrundgeräuschen. Und da muss man in die Dynamik eingreifen, da muss man in den Klang eingreifen und muss sich überlegen, welche Instrumente sind überhaupt noch hörbar. Also ich hatte zum Beispiel auch von Kunden Beschwerden, sage ich mal, dass zum Beispiel ein Kontrabass gar nicht gut zu hören war im Vergleich zur Klarinette. Okay. Und dann musste ich dann sagen, ja, wie haben sie es denn abgehört? Mhm. Und wenn man dann nur die kleinen Lautsprecher eines Laptops hat, dann kommen die tiefen Töne nicht durch. Und dann klingt natürlich der untere Bereich sehr mau. Mhm. Wie kann man denn als Tonzauberer es schaffen, dann eben genau das auch durch so eine, ich sag mal, nicht so High-Quality-Box eines Laptops, dieser Sound trotzdem toll klingt. Magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen bauen? Ja, ich will ja nicht alles verraten, nein, was ich so machen kann. Zauberer vertricksen seine Tricks nicht. Zauberer! Zauberer verraten seine Tricks nicht, so. Genau. Also, wichtig ist zu wissen, dass auch tiefe Töne hohe Anteile haben. Also wenn man zum Beispiel an die Bassdrum denkt, die ja in jeder Band eine Rolle spielt, ne, das große Ding, wo mit dem Fuß Pedal getreten wird, das hat zwar diesen tiefen Bums, aber wenn der Klöppel auf das Schlagfeld trifft, einen Pack, einen hohen Pack. Und wenn man das in den Vordergrund bringt, das hört man auch noch auf kleinen Boxen und auf kleinen Lautsprechern, die im Laptop drin sind. Ja. Und das muss man eben so ein bisschen hervorheben, dass man dann, wenn man dieses Pack hört, auch glaubt, man hört den tiefen Ton. Ah, okay. Alles klar, Martin. Vielen Dank für das Interview, dass du uns diesen Einblick in das Mastering einmal gebracht hast, dass einfach eben genau das immer so ein bisschen abfällt und auch in Vergessenheit gerät, weil ich finde, es ist schon wichtig, dass man darüber nachdenkt, dass das elementar ist für die ganze Tonbearbeitung, dass das gebraucht wird und dass du eben der Zauberer bist für die Töne, dass man das eben auf jedem Gerät abspielen kann, oder? Ich bemühe mich darum und die Künstlerin bist du oder sind die Musiker, aber ich poliere noch so ein bisschen hinten dran. Ganz genau. Und die Rolle gefällt mir sehr gut. Ja, jetzt müssen wir natürlich noch sagen, Martin, du arbeitest ja nicht nur mit mir zusammen, sondern wo kann man denn dich kontaktieren, wenn man ein Musikprogramm hat, ein Musikprojekt hat? Und möchte das wirklich mal so professionell auch für die Öffentlichkeit gemastert haben. Da gibt es meine Website mcs-mastering.de und da kann man mich drüber kontaktieren. Da stehen auch ein paar technische Hinweise, also wie sollten die Aufnahmen möglichst gestaltet sein, damit sie gut verwendbar sind.
Aber man kann mich auch im Vorfeld kontaktieren und mal fragen, was muss ich denn tun, damit du, ich als Masterer, am besten arbeiten kann. Masterer? Heißt das so? Master of Disaster Masterer. Sozusagen. Nein, also ich mische und mastere und ja. Mache auch Restauration. Das heißt, wenn jetzt Aufnahmen zum Beispiel digitalisiert werden von alten Tonbandkassetten, da kann ich da auch noch ordentlich dran polieren. Das mache ich ja auch. Und da kann man dann diese Störgeräusche und so etwas, was da drauf sind, doch auch noch wegbekommen. Wow, also wirklich Zauberer, sag ich ja. Also wenn jemand wirklich für sein Projekt einen Masterer braucht oder einen Tonzauberer, dann bitte auf www.mcs-mastering.de. Martin Schlau, danke dir.